Tag auch, Glück auf und herzlich willkommen zur Schalke Update Show. Wir sprechen heute über vier verschiedene Themen. Wir sprechen darüber, dass ja über die Corona-Fälle auf Schalke. Es hat ja zu Anfang der Woche hat's zwei positive Corona-Tests gegeben, die jetzt wiederum allerdings auch wieder zurückgenommen werden wurden. Also darüber sprechen wir heute auf jeden Fall. Dann sprechen wir darüber, dass alle Spieler an Bord bleiben. Keiner nimmt das Angebot von Peter Knebel an und spielt die Saison nicht zu Ende. Außerdem über die neuen Ticketpreise auf Schalke jetzt für die kommende Zweitligasaison und über einen neuen Sportdirektorkandidaten. Obwohl uns doch eigentlich schon relativ klar waren, dass Matthias Schober das macht, kommt jetzt doch noch einer hinzu. Und ja, das wird heute Thema sein. Und damit sage ich Moin, Luke, hi, schön, dass du mit dabei bist. Marco, Gerd und Ede ist auch mit dabei. BOFSJ ist auch mit dabei. Und nur der SCF und Soccer Player und Christian. Moin und Marcel, Glück auf. Cool, dass ihr mit dabei seid. So, wir fangen an mit den News. So, also Schalke darf also wieder trainieren. Zu Anfang der Woche hat es eben zwei positive Corona-Tests auf Schalke gegeben. Somit war gar nicht klar, wie es jetzt weitergeht. Es hätte ja uns ja auch theoretisch treffen können, wie Hertha BSC, die jetzt ihre Spiele erstmal alle nach hinten verlegen mussten. Ja, unser Spiel ist jetzt auch, findet jetzt am 12. Mai statt, hätte eigentlich schon stattfinden sollen gegen Hertha BSC, aber das ist jetzt zurückgelegt worden. Gott sei Dank bleibt Schalke dieses Schicksal erspart. Wir haben ja wenig die Saison ausgelassen, aber in diesem Falle haben wir jetzt einfach mal Glück gehabt. Ein Spieler und ein Mitglied des Staffs wurden erst positiv getestet gegen Anfang der Saison. Dann hat sich aber herausgestellt, dass beide falsch positiv getestet worden sind. Also allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach eben jetzt nicht positiv sind. Und Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und ja, das war auf jeden Fall gut. Und kommen wir doch mal zur nächsten News. Und zwar möchte ich jetzt mal darüber sprechen, dass die Spieler meiner Meinung nach Eier haben. Nicht unbedingt was Fußball angeht, ja, da haben wir, sind wir uns alle einig. Die ganze Saison war, ja, auf dem Platz habe ich die echt vermisst bei unseren Spielern, aber sie spielen jetzt alle die Saison zu Ende. Von Dienstag auf Mittwoch letzter Woche hat es ja den Überfall auf, ich nenne es Überfall, auf die Spieler gegeben, wo die Spieler ja angereist sind zu einer, ja, zu einer Aussprache mit den Fans, was auch eigentlich, man muss auch dazu sagen, fairerweise, die meisten, die da gestanden haben, die wollten sich auch aussprechen, ja. Aber einige wenige haben das ja ausgenutzt, um ja schlicht und einfach Gewalt auszuüben an den Spielern. Und Peter Knebel hat daraufhin gesagt, also später Peter Knebel, unser Sportvorstand, hat daraufhin allen Spielern es offen gelassen, ob sie ja, ob sie wieder ob sie die nächsten Spiele noch machen wollen. Und alle Spieler bleiben jetzt an Bord. So berichtet es zumindest der Kicker. Und ich finde, das ist genau das Richtige. Ich meine, bei aller Verständlichkeit für die Angst der Spieler wäre das einfach ein Scheißzeichen gewesen. Es wäre einfach ein Zeichen gewesen. Gerade auch für die Jungs, da hätten die auch noch Spaß dran gehabt, diese da. Oder die hätten sich dann auch bestätigt gesehen in ihrer Meinung gegenüber den Spielern. Ja. Wie gesagt, es ist, glaube ich, richtig, dass sie jetzt spielen und einfach ein Zeichen der Stärke damit auch zeigen. Genau. Und das zum einen dazu, also wie gesagt, erste Mal in dieser Saison, dass die Schalker Spieler echt mal ja, Eier zeigen.
Kommen wir hierzu. Und zwar, Schalke hat neue Liga, hatte ja eine neue Liga-Zugehörigkeit nächste Saison. Wir spielen ja nächste Saison in der zweiten Liga und dafür gibt es jetzt auch neue Ticketpreise. Schalke hat die jetzt angepasst und zwar folgendermaßen. Schalke hat jetzt zwei Kategorien. Einmal die Kategorie A und die Kategorie B. Einmal, um das zu erklären, die Kategorie A ist mit den Gegnern, die stärker sind oder ich sag mal, die nicht nur stärker sind, sondern die einfach attraktiver sind. Und die sind dementsprechend auch noch höher, die Preise, ja. Die werden 10% günstiger. Kategorie A wird also 10% günstiger, heißt so Spiele wie gegen den HSV oder gegen, ja, je nachdem, wer da noch so in der zweiten Liga ist, gegen St. Pauli, so, das werden dann Spiele sein, die 10% günstiger sind. Und dann gibt es noch 9 Spiele, die in Kategorie B eingeordnet werden und die werden 20% günstiger, ja? Also das sind dann Spiele wie gegen Sandhausen, Heidenheim, wie auch immer, ja? Keine Ahnung. Vielleicht wird Heidenheim auch in die erste Kategorie gezählt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ja. Ist es einfach so, dass die dann nochmal deutlich günstiger werden. Jetzt einfach mal ein Beispiel. Ein Stehplatz kostet in der nächsten Saison als Tageskarte 12 Euro in der Kategorie B und 13 Euro in der Kategorie A. Genau. Also nicht viel, viel günstiger, finde ich eigentlich. Aber wird es wieder Fans im Stadion geben? Gute Frage, Karim. Wahrscheinlich, aber ich gehe davon aus, dass wir eben im Laufe der Saison schon auch wieder Fans sehen werden. Ja, doch, das auf jeden Fall. Hängt vom, ja, es hängt vom Tabellenplatz ab, Gerd, genau. Hängt wahrscheinlich vom Tabellenplatz, allerdings, es wird bislang nur gesagt, Kategorie A, Kategorie B. Und man wartet jetzt einfach noch darauf, welche Mannschaften drin sind. Ob es tatsächlich nur vom Tabellenplatz abhängig gemacht wird, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das hängt dann viel von der Attraktivität des Gegners dann auch ab. So, und ich finde, es sind eigentlich immer noch happige Preise für die zweite Liga, muss ich sagen. Aber der Verein braucht ja schlicht und einfach auch Geld. Sagen wir es, wie es ist. Und jetzt hat der Verein auch eine Möglichkeit geschaffen, um den Verein zu unterstützen. Es haben wohl viele nachgefragt, wie sie das machen können, finanziell den Verein tatsächlich auch zu unterstützen. Und da gibt es jetzt eine Aktion. Und zwar, man kann in der nächsten Saison freiwillig den Erstligapreis bezahlen. Ja? Also es gilt für alle Dauerkarteninhaber und auch für alle Tageskartenkäufer. Du hast immer die Option, du kannst sagen, du kannst den Erstligapreis bezahlen, damit ja für Schalke einfach finanziell nachher noch ein bisschen mehr hängen bleibt. Genau. Das ist eine Aktion, die haben sie sich abgeschaut von Twente Enschede und ja, das ja, kann man halt so machen. Ne? Wer will, der will. Ne? Wer will, der kann machen. So, und die letzte News für heute noch. Und dann sind wir auch durch für heute. Und zwar kommen wir noch mal zum neuen Sportdirektorkandidaten. Ein Kandidat ist jetzt wieder aufgetaucht und zwar Benjamin Schmedes. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt. Ich kannte ihn ehrlich gesagt nicht. Benjamin Schmedes, der ist jetzt Kandidat und ist aktuell beim Zweitligisten VfL Osnabrück und zwar seit 2017 schon. Genau. Osnabrück geht jetzt wahrscheinlich dieses Jahr voraussichtlich sogar in die dritte Liga jetzt wieder runter. Ja, da
Eben Manager bzw. Sportdirektor ist Benjamin Schmedes. Vorher war er von 2014 bis 2017 Chefscout beim Hamburger SV. Und wen hat er da kennengelernt, Leute? Peter Knebel natürlich. Und ja, Peter Knebel hat also seine Telefonnummer noch. Und ja, Peter Knebel überlegt jetzt offensichtlich, sich den Schmedes zu holen und ja, ihn zum Sportdirektor zu machen. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung: Sportdirektor ist direkt unterhalb des Vorstands Sports angesehen und er soll sich nachher darum kümmern, ja, einmal näher an der Kabine zu sein, sich um die Kaderplanung zu kümmern und mehr Medienpräsenz letztendlich auch zeigen als der Vorstand Sport. Genau, das ist so nachher die Aufgabe. Und jetzt entsteht da halt ein Zweikampf zwischen Matthias Schober und Peter Knebel. So, und ja. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst uns mal darüber diskutieren. Ich habe natürlich auch eine Meinung dazu. Ja, lasst uns mal drüber sprechen. Okay, erstmal moin. Cool, dass ihr mit dabei seid. Sehr, sehr geil. 105 Zuschauer, sehr geil. Hammer. Finde ich super, super geil. So, jetzt gucken wir mal. Wen haben wir hier? Marco, Yannick, Fabian, moin, Schalker Jung. Sehr cool, dass ihr mit dabei seid. Sehr, sehr cool. Green Angels, bonjour. Moin. Gerd ist auch mit dabei. Fußballwissen, moin. Was mit Burgstaller? Fragt Kevin. Was wird mit Burgstaller? Naja, der ist ja ganz glücklich jetzt bei St. Pauli, oder? Gibt's da Infos? Kennst du da Neuigkeiten über ihn? Okay, moin, heute das erste Mal hier. Moin, John. Hi, sehr cool. Am besten, du findest sofort den Abo-Button direkt unterhalb des Videos. Direkt draufklicken. Dann hast du alles richtig gemacht. Green Angels, bonjour, moin. Moin, Kesti, alles klar. Wie findest du, dass Nagelsmann im Sommer neuer Bayern-Trainer wird? Ja, das ist auch eine krasse Nummer, ne? Also, wie viel Scheine überweisen die jetzt für den? Absoluter Wahnsinn. So viel Geld für einen Trainer. Boah, Hammer. Hammer. Wie finde ich das? Ich finde es erstmal schwach von Leipzig, dass sie ihn abgegeben haben. Also ich hätte den nicht abgegeben an Leipzigs Stelle, muss ich sagen. Ich hätte den selbst für 25 Millionen hätte ich ihn Julian Nagelsmann nicht abgegeben an Leipzigs Stelle. Meine, wer hat, der... Der kann auch lang hängen lassen. Nein, Spaß. Wer hat, der kann auch, ne? Also der sollte auch machen. Wer die Mittel hat, vielleicht auch langfristig mal die Bayern ärgern zu wollen, so, der braucht nicht sofort sein ganzes Tafelsilber mal eben verschleudern, ja? Und wenn es in Anführungsstrichen nur der Trainer ist. Also meiner Meinung nach ist der Trainer die wichtigste Position im ganzen Verein. Und da sind 25 Millionen. Eigentlich noch geschenkt. Also die Bayern holen sich jetzt für 25 Millionen einen Trainer, der die nächsten 5 Jahre da auch wirken wird und richtig erfolgreich sein wird, bin ich mir ganz sicher. Matthias soll zum Leiter der Knappenschmiede werden. Yo, Matthias Schober, ne? Schober, ne? Ja, mal gucken, wie es nachher ausläuft. Im Moment sieht es nach einem Zweikampf aus. Mal gucken. Aber es spricht schon einiges jetzt für den Schmedes auch, weil es so lange auch dauert. Ich glaube, mit dem Schober hätte man sich eher schon einigen können. Kesti, wann kommt Lennart? Lennart kommt, wir müssen morgen erst nochmal einmal seinen PC einrichten. Das haben wir beide verballert in dieser Woche. Wollten wir am Dienstag, wollten wir das schon machen. Haben wir beide verpeilt. Ja, ist manchmal so. Und ja, dann, wenn ich mit ihm gesprochen habe, danach, also morgen werde ich euch mehr sagen können, wann er dabei ist. Genau. Ich habe ja gesagt, zwischen Donnerstag und Sonntag irgendwann. Deswegen, also ich werde ihn auch noch versuchen festzunageln für diese Woche dann. Ja. So. Burgstaller hat Geburtstag heute. Oh, sehr schön.
Sehr schön. 25 Millionen, ja, krass, krass. Ich gehe mal ein bisschen runter. Komm du so zu S04. Ich würde es mir wünschen. Er ist jetzt der beste Torschütze in der zweiten Liga. Hat die Bochumer letztens fast im Alleingang geschlagen. Ich würde es mir wünschen. Fände ich gut. Der wollte weg. Ist egal, ist egal. Robert Lewandowski wollte auch weg. Und Julian Nagelsmann hat auch gesagt, dass er im Zweifel würde er auch länger da bleiben. Das war nicht so eine Nummer wie mit Hansi Flick. Ehrlich, das sehe ich ein bisschen anders, die Sache. Kann ich verstehen, wer das so sieht, aber ich sehe es anders, muss ich sagen. Ich sehe es anders. Wie immer, wer was investiert, will auch eine Rendite haben. Jo, klar. 5 Jahre wird er eh nicht bleiben, der ist bestimmt noch 2 weg. Aber warum, Luca? Erzähl mir, warum er gehen sollte. Wenn dann aus persönlichen Gründen, glaube ich. Wie immer, wer was. Ja, das haben wir schon. Aha. Ja, ist klar, Sohn. Wir sehen uns soon wieder und dann mal gucken. Vielleicht tauscht ihr auch noch mal die Liga. Was sagst du zum HSV-Desaster? Sichere 6 Punkte nächste Saison. Sichere 6 Punkte nächste Saison. Bevor Schalke nicht mal ein paar Spiele gewonnen hat, auch in der zweiten Liga, werde ich mein Maul nicht aufreißen. Moin und Glück auf, moin Lisa, hi. Niklas, Schalke und der FCN, freue mich schon mal endlich wieder Schalke in Nürnberg erleben zu können. Jawohl, das wird geil, Niklas, das wird richtig geil. So, wenn wir 20 für Bentaleb zahlen, ist der Nagelsmann eine Milliarde wert. Stimmt, Christoph. Hab's einfach im Gefühl, sagt Luca. Okay, einfach im Gefühl, okay. Nagelsmann hat nach 2 Jahren die Nase voll vom Brazzo. Das könnte gut sein, ja. Gerd, das könnte sein. Wird Ex-Schalker Metzelder heute Abend noch ein Thema? Weiß ich nicht. Wenn ihr wollt, meinetwegen. Bitte nicht. Ihr entscheidet. Wie steht es in der Europa League? Keine Ahnung, keine Ahnung. Nagelsmann von den Roten zu Liverpool in ein paar Jahren. Naja, mal gucken. Mal gucken. Knebel sagte ja beim Mitgerede, dass Gramotzes zu 100% bleibt. Ich bin mir nach der Aussage ziemlich sicher, dass er bleibt. Der sagt das ja nicht einfach so. Ja, ich sag mal, das Problem ist, nachher ist der Druck wird nachher extrem groß, wenn Schalke die nächsten Spiele alle komplett reinscheißt. Ja, also wenn wir jetzt die nächsten Spiele alle so 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 verlieren, dann wird es halt auch für den Gramotzes nochmal wieder schwer. Dann wird der öffentliche Druck auf Knebel auch wieder sehr hoch. Ich meine, wie oft haben wir Bekenntnisse in der Bundesliga zu Trainern gesehen, ne? Also das kann man auch bei einem Gramotzes erwarten, dass er irgendwann dann doch auch gegangen wird. Ja, ob das jetzt diese Saison der Fall sein wird, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, der Mann wird erfolgreich auf Schalke. Hast du mitgeredet, gesehen, Knebel war wie ein Wasserfall? Nee, habe ich noch nicht, Marco, habe ich noch nicht. Muss ich mir noch angucken. Einen wunderschönen guten Abend und Glück auf. Moin, Schalker Jungen. Hi, wie geht's dir? Sehr cool. Boah, ich muss wieder weiter runter. Sorry. Kann mir jemand was über Stomboli sagen? Bleibt er oder geht er? Angeblich hat er keinen Vertrag für die zweite Liga. Deswegen kann es sein, dass er auch geht. Das sind Informationen, die jetzt aus der Presse halt auch kommen, ne? Inwieweit die jetzt stimmen, keine Ahnung.
Das weiß ich nicht. Wieso kann man das mitgeredete Video nicht nachträglich gucken? Ich musste um die Zeit arbeiten und konnte es nicht gucken. Das weiß ich nicht. Kann man nicht? Das wäre aber doof. Das wäre aber echt doof. Also die anderen konnte man alle nachschauen. Dass wir mehr zahlen dürfen für die Karte, ist ja sehr nett von denen, aber die Kohle schick ich. Die Kohle schicke ich. Okay, habe ich nicht ganz verstanden. Dass wir mehr zahlen dürfen für die Karte, ist ja sehr nett von denen, aber die Kohle schicke ich. Habe ich nicht verstanden. Zahlst du die, Christoph, oder nicht? Zahlst du den Erstligapreis oder zweite Liga? Wie sehen die neuen Ticketpreise aus? Topschildzuschlag wird es ja wohl nicht mehr geben. Oh, habe ich gerade schon erklärt. Soll ich es nochmal machen? Zwei Kategorien: Kategorie A, Kategorie B. Kategorie A sind ungefähr die Hälfte der Spiele sind attraktive Gegner oder sportlich erfolgreiche, wie auch immer das dann nachher aussehen wird. Aber Kategorie A starke, attraktive Gegner. Kategorie B schwache, unattraktive Gegner. Kategorie A 10% günstiger als Erstligatickets, Kategorie B 20% günstiger. Boxst du? Ja, tue ich, ja. Doch kann man sich anschauen, müsste man auf Schalker Seite anmelden mit deinen Daten, kann man mitgeredet anschauen. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt ein paar Monate nicht, aber ich habe gestern das erste Mal wieder geboxt. Also ja, die Antwort ist ja. Boah, nervt das hier mit den Beleidigungen, Mods eingepennt oder was? Ich habe einen. Ich habe es beim letzten Stream. Pass auf, ich erzähle das jetzt noch einmal, ja? Und diejenigen, die das jetzt mal hören, die wissen dann auch Bescheid. Es gibt einen Typen, der erstellt immer wieder neue Accounts und schreibt immer nur den einen Satz rein. Es sind nicht viele, es ist nur einer. Und er gibt sich ganz viele Mühe, auch ganz viele Dislikes unter dieses Video zu machen. Also feuert ihn an und beglückwünscht ihn zu seinem geilen Leben. Ich habe gerade nachgeschaut, mitgeredet ist bei Schalke TV zu sehen. Ah, das ist gut. Okay, dann kann ich sehen. Sehe das mit dem HSV wie Lisa. Bitter für Hamburg und nicht gut für Schalke. Die Liga wird verdammt stark, hart für uns. Das wird auf jeden Fall hart. Aber ich meine, ob der jetzt der HSV mit drin ist oder nicht, ganz ehrlich, naja, im Endeffekt müssen wir auf uns selbst schauen, ne? Ist so. Kannst du dich den Chat nur für Follower machen? Mache ich auf Dauer irgendwann. Wenn es so weitergeht, mache ich das auf Dauer. Ja, habt ihr das einer Nase nachher zu verdienen, zu verdanken. Aber ist schade. Einfach nur schade. Bin so enttäuscht wegen dem HSV, mir sind die Tränen gekommen. Das glaube ich. Ich verstehe nicht, warum der HSV das nicht schafft.
Ich check das halt gar nicht, ne? Es scheint irgendwie eine Blockade einfach zu sein, ja? Was wir in Extrem jetzt diese Saison hatten, das war ja auch eine Blockade einfach, ne? Kann mir ja keiner erklären, warum wir so schlecht Fußball gespielt haben. Das hat so ein bisschen im Kleinen der HSV, ne? Dass sie es einfach nicht gewuppt kriegen, in die erste Liga reinzugehen. Psychologie, ja. Psychologie, ja, ist so, ist so. Ich verstehe es nicht, dass manche hier immer die gleiche Nachricht schreiben und dann wieder löschen. Was hat das für einen Sinn? Die wird gelöscht, John. Die wird gelöscht. Das ist mein Mod Himbo, ist gerade sehr, sehr fleißig. Danke dir, Himbo. Aber ich habe es gerade schon erklärt. Ich habe keinen Bock, da noch mehr Aufmerksamkeit hinzugeben. Nee. Ja, die Fans halt, fehlen halt ein großer Faktor. Ja, die Fans fehlen halt ein großer Faktor. Also bitte. Nee. Nee. Also ja, die Fans fehlen und ich bin mir sicher, Schalke hätte das eine oder den einen oder anderen Punkt mehr geholt, ja. Aber ich glaube, wir wären dennoch sang- und klanglos abgestiegen in dieser Saison. Hätte wahrscheinlich länger gebraucht, bis zum zweitletzten Spieltag oder so, aber das, ich glaube, Schalke sollte jetzt einfach mal runtergehen. Nenn es Fußballgott, nenn es was weiß ich nicht. Irgendjemand hat entschieden, Schalke, du gehst runter. Ey, Sohn, du kannst ja auch schnell ein Permaban kriegen. Also hier kann jeder in den Stream reinkommen, der mit uns da, ja, ich sag mal, ernsthaft, vernünftig über Schalke 04 sprechen möchte, ja? Und es gibt auch einige Schwarz-Gelbe, die tatsächlich auch mitdiskutieren, und das dürfen die auch, ja? Nur deswegen, weil jemand einen anderen Verein mag, ist er hier nicht, wird er ja nicht ausgeschlossen. Aber zu provozieren hier, ja, dann zumindest auf Dauer, ja, den einen oder anderen Spruch, den kann man mal drücken, aber auf Dauer, nee. Alles gut, Sohn. Alles gut. Ich will dich nur vorwarnen. Ich will dich einfach nur vorwarnen, Sohn. Wie schon mal gesagt, Kessi, es ist traurig, aber ich freue mich jetzt auch auf die zweite Liga. Es wird spannend und es sind tolle Vereine unterwegs. Das stimmt. Das stimmt. Man muss sich das jetzt auch in gewisser Weise schönreden, ne? Ist so, ist ja so. Ich meine, das ist ein ehrlicherer Fußball, der in der zweiten Liga stattfindet, ja? Das ist einfach Kampf, das ist einfach Kampf. Das ist noch, ich sag mal, da sind die Unterschiede auch nicht so groß. Ja, es gibt jede Saison gibt's wieder einen neuen Aufsteiger. Es gibt jedes Jahr gibt's einen anderen Meister. Das wird schon gut. Das wird schon gut werden. Ja, ich frage es nur, inwieweit Schalke nachher tatsächlich auch mithalten kann. Also ich bin noch nicht davon überzeugt, dass wir sofort wieder aufsteigen. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich fühle, leer gerade nach Abpfiff? Ja, klar, also, das fragst du gerade in Schalker in dieser Saison, HSV Forever. Doch, ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir wirklich vorstellen. Tut mir auch leid, aber Bruder, ja. In Sachen Leere brauchst du einem Schalke-Fan diese Saison nichts vormachen. Da sind wir auch dabei.
Da sind wir ganz vorne mit dabei. Ich brauche mir das nicht mehr schönreden. Ich hoffe, die Führung auf Schalke wird dadurch mal wieder ein bisschen geerdet. Jo, und Didi. Stimmt. Stimmt. Deswegen, sagt mir doch mal kurz, was ihr zu dem Kandidaten hier von Osnabrück, was ihr zu dem sagt, was eure Meinung dazu ist. Oh, warte, hier war er. Der Schmiddes. Mich würde mal eure Meinung zu dem interessieren. Vielleicht kennt den ja auch einer. Banfried, ja, genau. Ja, Christian, hast du richtig verstanden? Aber allerdings nur am Boxsack, ne? Muss ich auch dazu sagen. Nee, also nicht professionell oder so. Ich denke, Schmedes hat bestimmt schon bei uns unterschrieben. Der von Osnabrück geht gar nicht. Schober sollte bei der Knabenschmiede bleiben. Das ist meine Meinung. Ich bin für Schmedes. Kenne ich nicht. Mein Kopf ist so leer. Ah, der hat gute Transfers getätigt für Osnabrück. Ein Manager, bei dem der aktuelle Verein absteigt. Weiß nicht, der gerade 17. in der zweiten Liga ist. Okay, ich sehe Schmedes eher als Baumann-Nachfolger in Bremen. Er hat halt schon viel Erfahrung mit der zweiten Liga. Okay. Also ich meine, de facto, ihr habt ja recht, ne? Er steigt gerade ab mit der in die zweite Liga. In die dritte Liga wahrscheinlich. Ja. Ich kann ihn halt null einschätzen, muss ich dazu sagen, ne? Ich kann nur auf dem Papier sehen, was er erreicht hat, und wahrscheinlich wird es dann ja der Abstieg dann diese Saison sein. Beim VfL Osnabrück. Und ich meine, gut, er hat mit Peter Knebel zusammengearbeitet. Okay, das ist irgendwie ein kleiner Pluspunkt, weil, naja, die dann schon auch funktionieren werden zusammen. Aber hat für mich auch schon wieder so ein bisschen von dem, was Jochen Schneider halt gemacht hat, ja. Einfach nur in seinem Kontaktbuch, so, wer hat in der Nähe von Stuttgart schon mal irgendwann einen Kaffee getrunken? Wem habe ich dabei beobachtet? Den verpflichte ich jetzt mal. So, ich dachte, Peter Knebel wollte jetzt eigentlich auch einen anderen Weg gehen. Hat ja auch gesagt, dass er gemeint hatte, okay, ich will nachher derjenige sein, bei dem alle sagen, okay, sie haben es verstanden. Aber da sehe ich jetzt erstmal, okay, das ist für mich erstmal ein Rückschritt eigentlich. Mittlerweile sind wir finanziell ein sehr kleiner Verein, passt also. Schmedes leistet gute Arbeit bei Osnabrück. Ja. Er ist halt auch erst 36, ne? Das ist schon krass. Also mit 36 sich auf so eine Position hochgearbeitet zu haben, das ist schon stark. Wie gesagt, seit 2017 ist er bei Osnabrück und vorher war der Chef-Scout. Von 2014 bis 2017 war der Chef-Scout beim HSV. Das ist schon stabil, also ist schon eine gute Karriere. Wobei, naja, gut, der HSV hat damals wahrscheinlich auch nicht die besten Transfers gemacht, ansonsten würden die jetzt auch woanders stehen. Hau rein, HSV. Bis dahin. Ciao, ciao. Asa, Knebel und Schober weg wäre zu viel. Nagelsmann ist 33 und geht zu Bayern, ist auch krass früh. Jo, stimmt. Stimmt.
Der Nagelsmann ist auch, der ist auch nicht ganz, ganz normal. Also der scheint auch einfach ein geborener Trainer zu sein. Der ist einfach, ich glaube, gewisse, also viel, viel ist auch hart erarbeitet, mit Sicherheit. Aber Jürgen Klopp, der hat das auch schon mal gesagt, der hat halt die große Gabe, dass er einfach so redet, wie er redet. So. Und das hat er schon immer so gemacht. Und der ist mit Sicherheit auch hart geschliffen worden von seinem Vater früher. Und durch seine Profizeit, da hat er mit Sicherheit auch einiges erlebt, aber ja, okay, es war schon auch viel harte Arbeit. Da bin ich der Überzeugung von. Sehr, sehr viel harte Arbeit. Aber wie gesagt, so gewisse Trainer, die sind dann aber auch, da kommt harte Arbeit auf, da trifft harte Arbeit auf jede Menge Talent auch. Und das ist bei Jürgen Klopp und bei Julian Nagelsmann, glaube ich, der Fall. Hallo und Glück auf, moin Kennis und Raucherlunge, Glück auf, moin. Die hatte ich auch mal, die Raucherlunge. Der hat die Saison Reis, Sebastian Müller, Santos und Kerk geholt. Glück auf, Kessi. Leipzig kriegt 25 Millionen. Überlege mal, welcher Spieler von uns ist das noch wert? Außerdem, wenn der Flick zum DFB geht, kriegen die auch noch was vom DFB. Klar ist das der Wahnsinn, 25 Millionen für einen Trainer. Klar. Andererseits, wie gesagt, an der Bayern-Stelle, ich hätte es auch gemacht. Ich hätte es auch gemacht. Ich meine, dass sie Flick haben gehen lassen, ja, die ganze Nummer war natürlich auch ein Witz, ne? Also Brazzo hat wohl nur Spieler bei Bayern verpflichtet, die er halt nicht haben wollte. Und ja, hat ihn überhaupt nicht mit einbezogen. Das hat Flick nachher so gestunken, dass er ja vor dem Spiel hingegangen ist und gesagt hat, so, ich bin weg. Okay. Ja. Aber jetzt im Nachgang, jetzt wo das alles passiert ist, muss ich sagen, jetzt nicht den Nagelsmann zu holen, wäre dumm von den Bayern. Moin und Glück auf zusammen. Moin Damien. Hi. Flick beim DFB ist nice. Endlich ist Löw weg, sagt Kian. Flick beim DFB ist wirklich nice. Aber wieso ist Löw weg? Löw ist doch nicht weg. Verarsch mich doch nicht. Im Sommer. Im Sommer. Also, Flick ist ja jetzt auch noch nicht bestätigt, dass es überhaupt wird, ne? Aber ich glaube, der wird's. Kannst du dir echt vorstellen, dass Nagelsmann sich durchsetzen wird? Doch. Ganz sicher. Ganz sicher. Da bin ich der Überzeugung von. Der kann das. Schwedes war letztes Jahr bei Nürnberg im Gespräch. Okay. Wann fängt denn diese beknackte EM an? Gute Frage. So, es geht los am 11.06. 11. Juni. Ist auch gar nicht mehr so lange hin, ne? Ich finde, Schmelis würde gut zu uns passen, hat ein gutes Netzwerk nach Holland und Frankreich. Okay. Ja gut, ich kenne ihn nicht so gut. Ich kann nur das jetzt gerade bewerten, was ich so von ihm lese, was ich so von ihm sehe und auch na, anhand dessen, was ich mir wünsche eigentlich als Fan. Und ja, keine Ahnung.
Muss mir mal, glaube ich, ein paar Interviews mit dem angucken. Vielleicht finde ich noch Gefallen an ihm, aber mal gucken. Heidel fand ich bei uns gar nicht schlecht, finde ich auch, wenn ihr das anders seht, aber es kam nie was raus und jetzt haben wir nur Maulwürfe am Start. Findest Heidel war gar nicht schlecht, auch wenn ihr das anders seht, okay? Ja, ist doch kein Problem. Ist doch kein Problem, jeder kann seine Meinung haben. Ja, meine ist anders. Finde das echt nicht mehr lustig hier, sagt Tosi. Nee, ich auch nicht. Aber ganz ehrlich, ich kann doch jetzt nicht dauerhaft jetzt nur für Mitglieder streamen, oder? Das wäre doch. Heidel war unser Sargnagel. Das geht eher in die Richtung, worüber ich, was ich denke, ja. Danke dir, Lisa. Danke. Seid ihr jetzt abgestiegen? Ja, Toni, wir sind jetzt abgestiegen. Das ist korrekt. Unglaublich, dass Metzelder da so eine strittige Strafe bekommen hat. Bin ich dabei? Bin ich dabei? War echt zu niedrig. Er ist, glaube ich, auf Bewährung nur, ne? Das ist schon echt heftig. Und ganz ehrlich, das ist ein Typ, bei dem hätte ich das nicht gedacht. Wie gesagt, ich wollte nicht damit anfangen, ne? Jetzt fange ich damit an. Ja, ich hätte da nie, niemals im Leben mitgerechnet. Niemals. Aber da kannst du mal sehen, dass das Problem wahrscheinlich ein größeres ist, als wir uns das vorstellen. Zehn Monate ohne Auflage, sogar auf Bewährung, ja. Geht gar nicht. 100 Millionen hat der Heidel für Scheiß aufs 100 Millionen weiß ich jetzt nicht, aber doch müsste so, ne? Müsste ungefähr hinkommen. Ja. Sehr, sehr einfach und sehr subtil gesagt, aber Turo, moin, hi, wie geht's dir? Der kann ja nicht mal. Achso. Wie immer, man kann einem nur vor den Kopf gucken. Ja, ist so. Ist so. Mal schauen, wer bei uns in den letzten Spielen bei uns aufläuft. Erst einmal, alle Spieler werden jetzt an Bord sein, ne? Alle Spieler haben gesagt, dass sie die Saison zu Ende spielen wollen. Mal gucken, wer nachher wirklich aufgestellt wird. Das werden wir noch sehen, aber ja, mal gucken. Pfarrer haben überhaupt keine Strafen bekommen. Ja, oder geht's noch weiter, ne? Aber da, wenn wir das Fass heute noch aufmachen, du.
Besser nicht, ey. So, Leute, ich möchte mich dennoch, ihr wisst, ich kann da nichts für, aber ich möchte mich heute einmal für den Chat entschuldigen. Es war beim letzten Mal schon so, dass hier eine Person drin ist, die permanent reinschreibt, ihr Punkt, Punkt, Punkt. Das macht sie die ganze Zeit und das kann man jetzt im Nachgang dieses Streams, kann man das leider auch nicht sehen, denn die Kommentare werden natürlich alle gelöscht, weil es einfach Beleidigungen sind. Nochmal, es ist schwierig, darauf nicht einzugehen, denn das Problem ist, ihr seht es jedes Mal die ganze Zeit und ihr denkt euch, okay, was gucke ich mir den Stream überhaupt an, wenn ich da permanent beleidigt werde? So, das ist sehr, sehr schade, dass es so Menschen gibt und es ist in diesem Falle nur ein Mensch, der das macht, der so viel Zeit hat, dieser Dreiviertelstunde Zeit zu nehmen und in diesem Stream einfach ja, diese Kommentare mit immer neuen Accounts reinzusetzen und den Stream auch zu disliken. Gestern hatten wir mehr als 100 Dislikes auf dem Stream drauf. Nachher sind die Dislikes alle gelöscht worden. Heißt, mit nachher, ich glaube, jetzt aktuell stehen wir bei 25 Dislikes. Lag aber auch daran, weil alle drunter geschrieben haben, warum sind hier so viele Dislikes? Da waren 5, 6 Kommentare, warum so viele Dislikes? Und da haben sich viele gedacht, okay. Da bin ich jetzt auch mit dabei. Und ja, setze jetzt auch mal einen drunter. Das ist auch schade, aber ja, in erster Linie wollte ich jetzt eigentlich damit sagen, es tut mir leid, dass das hier passiert. Ich kann erstmal nichts dafür. Ich werde euch aber versprechen, ich werde alles dafür tun, um diese kleine Mistkröte zu finden. Und mich darum zu kümmern, um das Problem. Haben wir noch mehr, was wir besprechen wollen? Ich bedanke mich dafür, dass ihr so zahlreich hier gewesen seid, dass ihr geschaut habt, dass ihr ja, euch den Content reinzieht und es geht morgen weiter. Morgen um 22 Uhr bin ich wieder für euch am Start. 22 Uhr bis 22:45 Uhr und dann geht es weiter. Genau. Und an dieser Stelle sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Und Vader, auch der Kommentar ist nicht so lustig, weil ich kenne Rainer Winkler. Ja, aber beruhigt euch mal, chillt und kommt mal ein bisschen runter. Was Lennart angeht, ich spreche morgen mit Lennart. Wir richten morgen seinen PC so ein bisschen ein und danach werden wir entscheiden, wann Lennart in den Stream reinkommt. Jo, und damit danke, dass ihr hier mit dabei gewesen seid. Wirklich sehr, sehr cool. Besonderen Dank nochmal an Himbo. Und damit sage ich ciao, ciao und Glück auf.